Los geht's. Also mit links schießt du, mit mittlerer Maustaste schießt du so eine Granate, mit rechts trittst du und schlägst. Und mit der Leertaste kannst du dich so rumrollen. Sehr gut. Ansonsten, also mit der Maustaste ziehst du und wenn du näher an den Bildschirmrand gehst, dann ja, gehst halt auch weiter mit der Kamera in die Richtung. Also Mausrad. quasi weiter gucken. Mausrad wechselst du die Waffe. Okay. Das heißt, ich kann Munition platzieren. Genau, du platzierst halt so ein Munitionspaket und mit E es benutzen kannst du dann Munition quasi aufnehmen. Jeweils ein Magazin. Okay, los. Alles klar. Ist runtergefallen? Nee, Nee. ich habe gerade das Emote-Menü gefunden. Ach. Moment, kann ich auch tanzen? Wo ist denn das Emote-Menü? Z. Ah. Naja, egal. So, hier braucht man Tech. Was heißt das? Müsst ihr irgendwas machen? Genau, du musst die Tür aufmachen. Jetzt kriegst du ein lustiges Minispielchen. Alles klar. Interesting. Jetzt kommen die ersten Gegner. Das Spiel gefällt mir eigentlich. Ja, ich sag ja, es ist also für einen Free-to-Play-Titel gar nicht mal so schlecht. Ja. Und ganz ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier nichts kaufen kann. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist nur zu alt einfach dafür. Aber wer macht denn so ein Spiel aus Damit Goodwill? Ich machst du es meine, nicht. wer setzt sich denn hin und programmiert ein Spiel und sagt, ach ja, das gebe ich jetzt mal für Umme raus? Keine Ahnung. Ich war das irgendwie für die Engine oder so eine Demo quasi. Keine Ahnung. Huh. Das sieht tatsächlich, oh, tatsächlich sogar besser aus als Alien Breed, muss ich sagen. Und das kostet Kohle. Ja. Ich stelle hier mal so ein Heal-Beacon hin. Ein was? Ein Ja, stehen Heal-Beacon. bleiben einfach, oder? Okay. Genau, das ist automatisch geheilt. Ja, soll ich Ammo droppen? Noch nicht. Okay. Sag mir Scheiße. Du siehst ja unten unter dem Namen die Munition. Wow. Die großen Kartuschen sind quasi die Magazine, die noch übrig sind. Null. Ah, fuck. Ach so, wow, interessant, okay. Was denn? Ja, weil ich habe die ganze Zeit die Meldung, dass ich Ammo droppen muss. Ja, drop mal, jetzt kannst du für mich. Also ich habe nur noch ein Magazin übrig. Okay. Ich werde auch gleich hier meinen Turret mal aufstellen. Allerdings erst, wenn der Schwarm loszieht. Wollen wir die Tür hier noch zuschweißen? Ja, mach ich. So, dann stelle ich nämlich meinen Turret hier unten auf. Soll ich Unlock Panel machen? Als Okay. Ingenieur. Moment, Build Sentry, muss ich den jetzt noch aufbauen? Oh ja, Moment, ich baue noch.
Alles klar. Kann losgehen. Hilfe, Hilfe. Call for backup. Wo bist du? Ah, okay. Oh Mann. Ah. Hast du schon fertig dieses Mini-Rätsel da, oder? Nee, eigentlich wollte ich das noch backup. Fuck, jetzt geht's los. Nochmal. Ah. Ich brauche Medic. Ja. Hier. Schnell. Okay. Oh, ich brauche Ammo. Scheiße. Was ist das für ein Spiel? Okay, ich kann jetzt nur noch den Roundhouse-Kick. Mehr ist nicht drin. Jo, Mini-Rätsel. Hast du geschafft? Oh, fuck. Jo. Boah. Jetzt kapier ich das auch. Was hast du gemacht? Da war so 1 und 0 und die 1 mussten auf der gleichen Ebene sein. Die haben halt verschiedene Richtungen gehabt. Geschafft! 4 Reihen, die eine Reihe ging nach oben, die zweite Reihe ging nach unten und so weiter. Und die Einsen kamen zufällig drauf. Man musste es halt hinkriegen, dass die Einsen in einer Reihe in die gleiche Richtung gehen. Ah, okay. Hatten wir schon vermutet, aber nach 2 Fehlschlägen. Ja, cool. Boah. Das war anstrengend. Ach was, für mich nichts. Ja, du hast die ganze Zeit dein Minispielchen da. Fast gestorben. Genau. Mann. Ja, Tomcat, du musst jetzt ready drücken. Oh ja. Start drücken und so. Continue. Okay, das war die erste Mission von... Wow, okay. Kann ich mir jetzt eine aussuchen oder ist Cargo Elevator ich automatisch? Glaub, die nächste ist einfach. Okay. Ich kann auch nichts wählen. Okay. Ja, lasse ich das so oder was? Ich habe total keine. Also ich habe mich jetzt genau für diese Mission ausgerüstet. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal die Standardausrüstung. Hm. Ich könnte noch eine andere Waffe nehmen, glaube ich. Irgendwie Maschinen? Sentry Gun. Die hatte ich eben aufgestellt, die war gar nicht verkehrt. Ich habe die Model 35 Pump Action Shotgun dazu bekommen. Also wir haben ja einen Heiler dabei, ne? Ja. Eigentlich brauche ich keinen Medikit mehr. Oder? Ja, kann man so und so sehen. Also der Heiler kann halt auch nur 3-mal heilen, soweit ich weiß. Ich hatte davon 9 Packs oder so. 9? Wow. Ja, reicht ja nicht. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Schild oder so. Ich nehme das einfach mal. Das ganz rechts, das Ding. Mhm. Das Heavy Tactical Armor, das ist genau ein Schild halt. Ach ja, dieses Schweißgerät hatte einer von euch, oder? Nee, dann nehme ich das Schweißgerät. Okay, bereit. Ich glaube, wenn man es braucht, dann findet man es aber auch. Ach so. Aber, keine Ahnung. Scheiß drauf, ich nehme es mit. Egal. Alles klar. Oh, das ging schnell. Okay, erstmal auf die Mappe gucken. Ist ja schon so ein bisschen schlauchig, das Ganze hier. Hm.
Ah, mit Shift kann man sogar gehen. Warum ist die Map denn so aufgebaut? Wie zurückgehen? Ich muss irgendwas geben. Nee, hier kommen nur Aliens raus. Du bist so rot. Wer ist rot? Du bist so rot. Ich dachte, ich muss dich töten. Okay. Sieht man dann besser, wenn man so geht? Was ist da los? Was macht das? Also meinst du ja, mit Schiff kann man sich ducken? Gehen oder schleichen. Das nee, der duckt sich doch hin mit Schiff, oder? Ah ja, wenn man steht schon. Wenn man geht, nicht. Wow. Au. Krieg Ammo hin. Autsch. Ups, sorry. Give spare weapon. Stock abgekackt. Ist wieder da. Seid ihr da? Ja. War es gerade ganz kurz. Ja. Ganz kurz Freeze. Was ist das hier? Personal Heal Kit, wenn einer es braucht. Ich habe hier dieses Schweißgerät. Also, wenn wir es nicht brauchen, dann. Ich habe noch 7 von diesen Heal Beacons. Okay, wo geht das jetzt lang? Shoot Explosive. Ich nehme das Heal Kit, okay? Mach das. Ah, verstehe. Wo? Nee, ich nehme das Schweißgerät. Entscheiden Sie sich. Nee, ich heil mich, genau. Ich heil mich und dann nehme ich das Schweißgerät. Oder so. Ja, wie kann ich mich heilen? Sag mal schnell. Keine Ahnung. Benutzen mit E oder? Ich kann es aber nicht auswählen. Ja, richtig. Wow. Ah doch, mit 5 oder so. Aha. Mach mal voran, ich glaube, die hören hier nicht auf mit Spawn. Jo, bin bereit. Was ist das? Personal Heal Kit. Okay. Sehr gut. No. Wie hast du es jetzt benutzt eben? Mit 5. Oder irgendeine Nummerntaste halt. Ah, ne, Moment. Das war nicht beabsichtigt. 1 mit 1. Ja, 5 und 1. Die kann man ja schon mal verwechseln. Nee, bei mir war es 5. Bei mir war es 5. So, mal weitergehen hier, oder was? Oh. Und tschüss. Ah, der Lastenaufzug. Das erinnert mich gerade an Half-Life 1. Wenn jetzt Headcrabs von oben runterfallen, ist es geklaut. Ich habe auf die linke Seite so ein paar Minen gelegt. Ah, ich habe mich schon gewundert. Ich kann mich nur noch ganz langsam bewegen, ist das normal? Ich auch. Okay. Ah, Zeitlupe. Okay. War das jetzt einfach nur ein dramatischer Effekt oder? Ja, scheinbar. Ziemlich lame dafür. Autsch. Au.
Verdammt. Ah, wir sind da. Ich glaube, das war's schon. Ja. Das war überraschend einfach. Okay, habt ihr die Meldung auch gerade? Welche Meldung? Bei mir steht gerade Change Difficulty? Fragezeichen. Based on your squad's impressive performance, the IIF recommends graduating to a harder difficulty level. More XP will be awarded. Ja, können wir gern machen. Increase from normal to hard. Also das fand ich ja jetzt auch nicht so schwer, aber das erste Level war ja schon schwerer. Wollte ich gerade sagen, also das schwankt gerade ein bisschen. Deswegen schwanke ich auch gerade ein bisschen. Wir lassen es erstmal auf Normal.